Servus beim Waffenhof. Grüß euch. Eines meiner Lieblingsthemen schlechthin, sowohl geschichtlich als auch waffentechnisch, es geht heute nämlich um die Luger bzw. um das Modell 08. Geschichtlich sehr bekannt. Jeder kennt es, egal ob er mit Waffen zu tun hat oder auch nicht. Eine Luger bzw. die Pistole 08 ist so ziemlich einen jeden ein Begriff. Egal ob es im Film ist oder geschichtlich, eine Luger kennt man einfach. Und die kennt auch jeder Schütze, die kennt jeder Sammler, egal ob er schießt, egal ob er von da oder hier ist, jeder kennt die Luger. Und geschichtlich hat es angefangen, eigentlich so gesehen, mit der C-93 Borchardt. Es war zwar keine Konstruktion von Luger, hatte aber damals schon das ähnliche Prinzip. War eine der ersten Selbstladerpistolen, die es überhaupt gegeben hat, mit einer Magazinzufuhr und einem abnehmbaren Magazin. Nur die C-93 war damals noch sehr groß, sporadisch, unhandlich. Und der Georg Luger, was auch bekanntlich ein Österreicher war. Tiroler. Ein Tiroler, der hat sich gedacht, das Ganze kann man vereinfachen. Bei der C93 Borchardt war das Problem, die Feder war weiter hintergelagert in einem separaten Teil der Waffe. Das Ganze machte es sehr unhandlich und sie war zwar auch ausgestattet oder konnte ausgestattet werden mit einem Anschlagschaft, wobei sich dann auch natürlich die Schussabgabe wesentlich erleichtert hat, aber im Großen und Ganzen war sie einfach zu unhandlich. Wurde nichtsdestotrotz, durch die wenigen Stückzahlen ist die Borchardt heute eine extrem teure Sammlerwaffe. Genau, die geht bei teilweise Auktionen in Europa geht die hoch bis 40.000, 50.000 Euro, also je nach Zustand. Fünfstellig auf jeden Fall, wenn sie anfängt, mindestens. Genau, und noch dazu kommt, dass nur wenige tausend Stück von der Borchardt gefertigt wurden. Die gab es natürlich von der Waffenfabrik in Deutschland, also in Berlin, und Löwe von Berlin. Der Löwe Berlin. Und wie gesagt, da gab es nur wenige tausend Stück, die überhaupt gefertigt wurden. Eine sehr beliebte Pistole. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt da irgendwann nochmal ein Video dazu. Und da war es natürlich so geschichtlich, hatte der Georg Luger gesagt, wir müssen das vereinfachen. Im Grunde hat er dann die Feder umkonstruiert, hat einige Teile eigentlich umkonstruiert von der Waffe und herausgekommen ist dann 1899 das erste Modell bzw. die erste Konstruktion von ihm. Und das war eine ganz normale Standardpistole. Was man auch sagen muss, zur Waffe konstruiert wurde auch die 9mm, wie sie heute in so ziemlich einer jeden Streitkraft Verwendung findet, in der Handfeuerwaffe oder in Maschinenpistolen, die 9x19mm Patrone oder wie es auch viele kennen als 9mm Para. Und Para kommt eigentlich aus dem damaligen Spruch Civis Passum Parabellum, was so viel bedeutet wie, wenn du Frieden willst, musst du dich auf den Krieg vorbereiten. Das war damals eben dieser Kriegsspruch aus der Zeit. Und genau eben zu der Luger wurde auch die 9mm entwickelt. Eben deswegen genau 9mm Luger. Genau, das 9mm hat den Ursprung Luger. Von der Pistole. Die Patrone hat wie gesagt viele Bezeichnungen. 9x19, 9mm Luger, 9mm Para. Im Grunde ist es bis auf alles die Ladung dasselbe. Eigentlich dasselbe. Alles dasselbe. Genau. Und sehr interessant hier war es nämlich auch, weil sie bei der Luger das Ganze umkonstruiert hatten. Der Vorreiter in Europa war die Schweiz zum Beispiel. Die hatten 1900 die ersten Modelle Luger gekauft, aber noch nicht in 9x19 Luger, sondern noch in der 765er. Das war eine Flaschenhalspatrone, ähnlich wie wir es kennen von der Tokarev, zwar ein bisschen kleiner. Und das war eben noch eine ganz andere Anforderung. Sie ist ballistisch gesehen her besser, aber es gibt heutzutage bis auf SIG-Pistolen und eben damals die Luger-Pistolen von den Schweizern eigentlich wenige Modelle, die diese Munition verwendet hatten. Sie war dementsprechend dann teilweise auch zu störungsanfällig, wo es dann eben so war, dass auch die Schweiz später irgendwann umgestiegen ist auf 9mm Para. Und so hatte das Ganze dann natürlich seinen Lauf. 1900 kaufte die Schweiz als eines der ersten Länder überhaupt die Luger, adaptierte sie zur Armee. Damals natürlich technologisch ein Riesenfortschritt, weil die Luger eben eine Selbstladerpistole war. Die meisten Soldaten bzw. die meisten Mächte hatten ja im Dienst noch nicht mal Selbstladerpistole, sondern die hatten ja noch Revolver. Und hier hatten wir zum Beispiel eins der ersten Stücke. Das ist zum Beispiel dann, wie es im Ersten Weltkrieg verwendet wurde. Natürlich hatten die Deutschen später dann auch die Luger gekauft, beziehungsweise das Patent, und hatten sie selbst gefertigt in der DWM, also in der Deutschen Waffenmunitionsfabrik. Wie man es hier zum Beispiel schön genau, sehen kann. Genau, hier haben wir das DWM-Logo und das Jahr von 1917. 1917 auf Fertigung, genau.
Es gab aber nicht nur von der DWM gefertigte Stücke, sondern auch von Erfurt. Erfurt ist vielen Sammlern ein Begriff natürlich. Die hatten Gewehre gefertigt, Pistolen, alles. Erfurt ist eine Stadt in Deutschland. Und das nahm dann, wie gesagt, im Ersten Weltkrieg so seinen Lauf. Die Pistole wurde dann richtig bekannt, weil natürlich die Deutschen und auch Teile von den Österreichern hatten die Pistole, wobei im Ersten Weltkrieg Österreich-Ungarn eben noch Eigenkonstruktionen hatten, zum Beispiel die Rot-Steyr-Pistole 1907 oder die Muster 12, die M12 von Steyr. Das waren österreich-ungarische Selbstkonstruktionen, die hatten damals noch nicht die Luger gekauft. Aber sehr wohl natürlich war sie auch in Deutschland verbreitet. Und auch im Ersten Weltkrieg zur Standard 08 hinzu war dann auch die Konstruktion von einer langen Pistole 08, wie wir sie zum Beispiel hier haben. Das ist ein langes Modell. Die Ari 08. Die Ari 08 wird so genannt, weil sie eben bei den Artillerieversionen Verwendung fand. Sie hat nicht hier wie standardmäßig die normale Pistole einfach nur ein normales Kimme und Korn, sondern sie hatte hier ein verschiebbares Kimmenblatt bis auf 800 Meter, wie man es hier erkennen konnte, bis 800 Meter und das Standardkorn war im Grunde gleich. Im Vergleich zu der normalen, die hat einfach hier das Kimmenblatt direkt auf dem Kniegelenk und naja, hier bei der Artillerieluge wurde es nach vorne auf den Lauf versetzt. Genau. Was hier natürlich der Unterschied ist, warum sollte man mit einer Pistole bis auf 800 Meter schießen? Das war damals im Ersten Weltkrieg die Anforderung, weil eben zum Beispiel Artillerietruppen oder Truppen, die zum Beispiel unterwegs waren, Versorgungstruppen hatten diese Waffen bekommen. Das hatte diesen Sinn, weil eben von den Obersten des Heeres bestimmt wurde, dass zum Beispiel ein Karabiner, ein Gewehr für diese Truppen, gerade für die Wendigkeit, zu schwer sei und dass sie leichter ausgerüstet werden sollten. Und da hat man dann entschieden, man nimmt die Pistole 08, die 9mm Patrone hatte eine Durchschlagskraft, oder sagen wir hatte eine Durchschlagskraft eigentlich. Und das Ganze wurde dann so umkonstruiert, dass man eben den Lauf verlängert, dass man auf eine längere Distanz schießen konnte. Man hat eben, wie wir es gesehen haben, die Visierung geändert und wie wir es auch hinten haben, hat man standardmäßig auch diese Nut versehen. Und die war eben hierfür da. Wenn wir hier einen Anschlagkasten haben, was nebenbei gemerkt auch ein Holster war. Wie gesagt, die Pistole wurde am Gürtel so transportiert. Natürlich in dem Lederholster einfach. Im Lederholster einfach. Man konnte sie herausnehmen und dann sofort auf der Nut aufstecken. Das alte Leder zwickt teilweise. Hier haben wir dieses kleine Stück. Man sieht es hier vorne. Hier war dieser Aufnahmeschlitz. Da hat man einfach die Pistole dann damals hereingenommen, eingefadelt und dann hat man eben festgezogen. Und das Ganze wurde dann eben als Pistolenkarabiner verwendet und ist dann bis zu einer Einsatzreichweite von eben 800 Metern vorgesehen, weil es eben Einsatz hierfür, dass man es so in den Anschlag nehmen konnte. Natürlich, wir werden es später noch schießen auch. Natürlich ist man so auch präziser, natürlich. Was ihr davon haltet, ihr könnt es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Was man natürlich am Anfang denkt, es ist sehr umständlich, ist es auch. Aber mich hat es persönlich beim Schießen auch sehr gewundert. Es ist wahnsinnig gut, beziehungsweise man ist wesentlich präziser natürlich, als wenn man nur jetzt die Pistole verwendet. Was natürlich eh klar ist, weil hier hat man natürlich einen Anschlag direkt bei der Schulter. Hier kann man natürlich viel besser visieren. Nebenbei eigentlich auch noch zwei kurze Sondermodelle, die man kurz erwähnen sollte. Zum anderen hier noch eine Artillerie-Luger. Hier handelt es sich aber nicht um eine normale. Na klar, sie ist eine deutsche Fertigung zwar, aber die hier wurde damals für das damalige Persien gefertigt. Der heutige Iran. Also der heutige Iran. Und von dieser wurden um die 1000 Stück gefertigt. Also die sind extrem selten. Genau. Wenn man hier zum Beispiel sieht die Visierung, das ist alles gleich wie bei der normalen Artillerie-Luger. Nur hat sie hier auch die persische Sonne und das Wappen drauf. Und natürlich alles ist auf Farsi, also diese persische Schrift, mit der sie früher alles und heute auch alles schreiben. Naja, aber die persischen Artillerieluger, wie gesagt, nicht nur selten, sondern auch wunderschön. Wurde, genau, sie sind sehr schön. Die meisten, die man am Markt findet, sind wirklich sehr gut erhalten. Das war
geschichtlich gesehen damals von 1938, der Kontrakt. Es gab auch einen Nebenkontrakt mit persischen Gewehren, zu denen kommen wir noch in einem separaten Video. Und beginnend waren diese Waffen ab der Seriennummer 3000 bis 3999, also es wurden genau 1000 Stück gefertigt. Auch natürlich mit Belederung, mit Ersatzmagazinen, mit Werkzeug etc. Und wie gesagt, die meisten am Markt sind sehr schön erhalten, aber man kriegt sie mittlerweile relativ selten. Das ist eine kleine Wertanlage, wenn man so will. Und sie schießen aber auch sehr gut. Und eine Sonderluger haben wir auch noch. Das Auffällige bei der hier, ich meine, wenn wir sie uns von oben ansehen, sieht ganz normal aus, auch mit dem Datum, wenn sie gefertigt wurde. Die Fertigungsstätte Erfurt, aber es ist sehr auffällig im Vergleich zu den anderen. Sie hat seitlich keine Nummern. Das ist eine sogenannte Commercial, also eine Offiziersausführung. Genau. Offiziere hatten Luger ohne Benummerung. Oder es gab auch, wenn man so will, Privat- und Zivilfertigungen. Die hatten auch die meisten keine Benummerung, soweit ich das weiß. Aber gut, wie gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Pistolen, wenn wir jetzt wieder zurückgreifen zur Geschichte, weiterverwendet in der Weimarer Republik. Es war damals das Beste, was Besseres gab es nicht als eine 08. Und natürlich dann in den Kreislauf des Zweiten Weltkriegs hinein wurde die Pistole ebenso gefertigt, ebenso verwendet in derselben Masse wie im Ersten Weltkrieg, wenn nicht noch mehr. Und richtig, die letzten Einsätze fand die Luger eigentlich bis 1945 und bis in die DDR. Die sogenannte Volkspolizei aus der DDR hatten damals auch noch Luger-Pistolen. Diese sind sehr markant, meistens überarbeitet oder auch neu bestempelt worden. Und es tauchen auch immer wieder einige 08-Pistolen aus russischen Lagern auf, welche auch neu bestempelt wurden. Aber wenn man es so will, gute 70 Jahre, wenn nicht sogar über 70 Jahre, war die 08 eigentlich im Einsatz und wurde auch jeden Tag und täglich geführt. Sie wurde auch erfolgreich oder weniger erfolgreich, wie man es will, geschichtlich eingesetzt. Sie war von der Konstruktion her eigentlich, wenn man es so will, nicht einfach. Sie war eigentlich relativ kompliziert, wenn man es so will. Aber von der Funktion und von der Präzision, für mich persönlich ist es geschichtlich sehr interessant und auch eine meiner persönlichen Lieblingspistolen, wenn man so will. Ja, und praktisch werden wir uns das schöne Stück jetzt dann im Schießstand anschauen. Ja, wie die anderen Pistolen auch, probieren wir natürlich auch die lange 08, praktisch die Artillerieversion, hier auf 25 Meter mit ganz normaler, standardmäßiger Fabriksmunition, also eher schwächer geladene Munition, man sollte die ja auch schwächer schießen. Und von der Visierung her habe ich es vorhin schon gemerkt, es ist um einiges besser als bei der Standard 08. Die Visierlinie ist auch dementsprechend länger, wie man es sehen kann. Man kann es natürlich auch einstellen etc. Braucht man aber auch 25 Meter nicht. Also probieren wir es einfach, wie es wird. Erste Hemmung. Abgefeuert. Bis auf eine kleine Zuführhemmung war im Grunde eigentlich alles in Ordnung. Die Zuführhemmung kann natürlich auch passieren durch gewisse Geschosse, die von der Munition auch bei der Abführrampe nicht gleich zugeführt werden. Dadurch kann es natürlich auch zu leichten Hemmungen kommen. Oder wenn zum Beispiel die Magazinfeder zu stark ist, was in der Regel nicht passiert, aber es kann vorkommen. Nicht tragisch, aber ist so. Und das Ganze natürlich gibt es auch für die Pistole. Das ist ein Anschlagkasten samt Belederung. Das haben sie auch im Ersten Weltkrieg so ausgeliefert. Das war eben für die Artilleriegruppen oder für Einheiten, die eben unterwegs waren und so weiter. Und das war praktisch, dass man so einen Gürtel befestigen kann. Das war Anschlagkasten und Holster gleichzeitig und natürlich auch noch eine Magazintasche dabei für zwei Magazine. Das probieren wir jetzt ganz kurz aus. Man macht es auf. Hier drin hat man die Pistole.
Dazu kommt noch eben, wie wir sie haben, normal zwei Magazine, wir haben eins. Und hier vorne diese Nut öffnet man, dann kann man das hier herunternehmen. Und hier hat man dann für den Anschlagkasten praktisch diese kleine Nut bei der Pistole. Die kann man dann klassisch hier drauf schieben. Und dann mittels diesem Hebel das Ganze fixieren und festmachen. Wir schauen uns das wieder auf 25 Meter an. Also zum Halten muss ich ehrlich sagen, sehr unpraktisch, damals wahrscheinlich besser als nichts, aber probieren wir es aus. Gefeuert. Nehmen wir sie wieder runter. Also, das hätte ich mir nicht gedacht. Vom Schießen her ist es sehr angenehm. Man bleibt auch wesentlich stabiler, ist klar. Vom Schussbild her, ich sehe es noch nicht ganz, aber ich glaube, dass es um einiges besser war als freihändig. Aber muss ich echt sagen, mit dem Anschlagkasten Wahnsinn. Also wirklich top. Ich schieße immer wieder gern, ihr habt es eh gesehen, am Schießstand. Schreibt uns eure Meinung dazu, was haltet ihr von der 08? Ist sie ein Top oder ist sie weniger erfolgreich? Schreibt es einfach rein, wir schauen es uns gerne an. Und wie es natürlich gehört, nach dem Schießen ist es immer wichtig, die Luger und generell Pistolen zu reinigen. Und zum Zerlegen zeigt euch das der Alex. Naja, die Luger zum Zerlegen ist eigentlich recht einfach, was natürlich auffällt. Hier auch ganz wichtig, was wir in der Erklärung noch nicht gesagt haben. Jede Luger wurde hier extra gestempelt mit gesichert.
Ich meine, es war eigentlich für damals ziemlich aufwendig, aber das haben sie nach wie vor bei jeder Luger gemacht. Die Luger gehört zuerst entsichert, dann den Kniehebel nach oben, wenn man so will, natürlich das Magazin raus und mal checken, ob überhaupt noch was in der Patronenkammer drinnen ist. Dann lässt man das Ganze wieder nach vorne. Das Ganze drückt man so nach hinten, den Hebel hier einfach um 90 Grad drehen und man kann diese Seitenplatte abnehmen. Danach kann man das Gabelstück mit dem Lauf und mit dem Kniegelenk ganz einfach von der Pistole runternehmen. Dann hat man hier noch diesen Bolzen über. Den muss man einfach rausdrücken und entfernen. Danach das Kniegelenk aus dem Gabelstück entfernen. Und das ist eigentlich die ganze Magie der Luger. Das Ganze dann auch wieder rückwärts, das Kniegelenk wieder in das Gabelstück einfügen. Und hier ist es dann ganz wichtig, dass man schaut, dass das Loch genau übereinander stimmt, weil sonst bekommt man den Bolzen hier nicht rein. Muss bündig sein, sonst ist es eine minutenlange Spielerei. Und beim Zusammensetzen ist es hier ganz wieder wichtig, wenn man den oberen Teil in das Griffstück einbaut, diese Schwinge hier, die muss genau hier hinten zuerst drüber gleiten und dann hier einrasten. Sonst funktioniert die Luger nicht so, wie sie soll. Zum Schluss natürlich wieder diese Seitenplatte auf, den Hebel wieder um 90 Grad umdrehen und das Ganze ist wieder zusammengebaut. Eigentlich ganz simpel. Ganz einfach. Und es hat auch gut funktioniert. Das Einzige ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem Kniegelenk. Das war eben damals bei der Luger das Markante und auch bei der Borchardt. Das hatte sonst so eigentlich keine Pistole. Was noch ganz wichtig ist an alle Schützen, die mit der Luger schießen wollen. Das Kniegelenk ist recht empfindlich. Ich würde nicht unbedingt eine normale Standardmunition mit der Luger verschießen. Am besten wären Unterschallpatronen, also sogenannte Subsonic, oder wenn ihr selber lädt, einfach schwächere Ladungen, weil das Kniegelenk auf Dauer wirklich extrem belastet wird, wenn man die normalen Patronen schießt. Genau. Das ist wichtig zum Sagen. Und das ist leider wirklich so, dass viele den Fehler machen. Man sieht dann meistens auch hinten am Gehäuse die Abdrücker von der starken Munition. Das ist der normale Abrieb von Verschluss, wenn man zu starke Munition verschießt. Daher sollte man wirklich aufpassen und schwächer geladene Patronen verwenden. Denn man sollte jede Luger eigentlich schonen. Es werden auf der Welt nicht mehr mehrere und sie sind mittlerweile recht begehrte Sammlerstücke, was die meisten ja auch wissen. Es hat, wie gesagt, wirklich viel Spaß gemacht am Schießstand. Geschichtlich sehr interessant. Die Luger ist eine Ikone, sie bleibt eine Ikone. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst Vorschläge da. Kommentiert. Würde uns freuen. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video.